Ja, mein Name ist Oshun und ich kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass mich alle kennen oder dass mich jemand kennt. Ich schreibe schon viele Jahre Kinderbücher und Jugendbücher. Vielleicht kennen aber einige, das habe ich gerade schon im Gespräch festgestellt, die Pimpinella Meerprinzessin, den Leseraben und auch neu die Nele. Das ist auch irgendwie eine Reihe, das ist auch eine Reihe, die ich geschrieben habe. Aber heute bin ich mit der Maxi hier. Moment, ich schreie nämlich schon wieder zu laut. So, so geht's. Heute bin ich mit der Maxi hier, mit der Maxi Buntschuh. Und aus diesem Buch möchte ich vorlesen. Das ist eine Trilogie, also ein Dreiteiler. Aber alle drei Bücher sind einzeln zu lesen. Das sind so Sachen, die mir immer sehr wichtig sind. Und Maxi Buntschuh wohnt mit ihrer, ist 13 Jahre alt, wohnt mit ihrer Mutter Clementine, die Tierärztin ist, und ihren zwei Schwestern Cassia und Jule in einem viel zu kleinen Haus. Und dieses Haus, das beherbergt nämlich nicht nur die Buntschuhs, sondern auch jede Menge Tiere. Und ich habe welche davon mitgebracht. Das hier zum Beispiel, das ist der Eddie. Genau, das ist der Esel Eddie. Und Eddie, ja, der wohnt da zusammen mit der Katze Chili. Und es gibt auch noch einen Vogel, aber ich möchte noch gar nicht verraten, was das für ein Vogel ist, der dort in diesem Haus von den Buntschuhs wohnt. Richtig! Ah, ihr wisst ja schon wieder alles genau. Also eine Krähe, Herr Schiller. Und wenn ihr das schon wisst, dann kann ich den auch zeigen. Das ist nämlich der hier. Das ist Herr Schiller. Der hat aber eine ganz besondere Eigenschaft und die verrate ich jetzt wirklich nicht. Aber die Jungs, die fragen sich jetzt, hallo? Lauter Mädchen, lauter Frauen? Da fehlt doch jemand, oder? Da fehlen doch noch Jungs, na klar. Und diese Jungs, die gibt es auch, du hast dir schon Sorgen gemacht, stimmt's? Ja, genau, ich habe es deinen Augen angesehen. Diese Jungs, die wohnen in der Nachbarschaft. Das sind die Pfeffers. Lukas und Jonas. Gibt's hier einen Jonas? Jonas, wo bist du? Nee. Lukas und Jonas wohnen nebenan. Jonas ist auch 13, genauso alt wie die Maxi. Die sind dort eingezogen. Und die sind ziemlich schräg drauf. Und von Anfang an gibt es zwischen den Buntschuhs und den Pfeffers ganz schön viel Ärger. Das hat einen ganz besonderen Grund. Herr Pfeffer, Sebastian, ist Musiker, komponiert und ist außerdem Maxis Musiklehrer. Und der triezt sie ganz schön aus ganz verschiedenen Gründen, denn Maxi ist nicht so ganz so gut in der Schule. Es gibt ziemlichen Ärger und erst als der Jonas mit Maxi zusammen in einer Band spielt, in der Schülerband, und sie gewinnen auch sogar den zweiten Preis, legen sich die Wogen so ein bisschen. Also eigentlich kämen die beiden jetzt miteinander ganz gut zurecht. Die Familie Buntschuh und die Familie Pfeffer. Bis Paula zu Besuch kommt. Paula aus London. Paula ist die beste Freundin von Maxi und Maxi freut sich riesig, dass sie endlich wieder mal da ist. Da muss ich jetzt mal fragen, hat jemand von euch Freunde, die ganz weit weg wohnen? Ja? Du? Wo denn? Also, aber ihr seht euch nicht täglich oder so. Freust du dich, wenn die dann mal kommen? Ja. Ja, also Maxi auch ganz doll. Und diesmal bringt Paula sogar eine Überraschung mit, nämlich Daisy. Was glaubt ihr, wer könnte Daisy sein? Genau, das weißt du, woher weißt du das? Hast du es auf dem Cover gesehen, oder? Hier, das ist Daisy. Daisy ist ein, wisst ihr, was das für eine Rasse ist? Bitte. Genau, Daisy ist ein Dalmatiner. Und er hat faustdick hinter den Ohren und obwohl Herr Pfeffer Todesangst vor Tieren hat und auch alle möglichen Allergien gegen Hunde, Katzen und sowas, findet Herr Pfeffer Daisy ganz, ganz toll. Aber da ist noch etwas, was die Maxi stört. Der Jonas und die Paula, die vertragen sich besonders gut, zu gut, findet Maxi. Und deshalb, als alle zusammen in der Küche sitzen und Pfannkuchen essen, gibt es auf einmal einen riesengroßen Krach. Keine Ahnung, wie der entstanden ist. Habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr euch ganz doll gestritten habt? Wer hat hier schon mal Krach gehabt mit seinen Freunden? Ja, du? Was machst denn du dann, wenn ihr Krach habt? Wieder vertragen. Boah, wie vernünftig. Wie ist das, wenn man sich streitet? Bist du dann ganz sauer? Aha, also du wirst dann
sauer. Jetzt, ich frage mal jetzt die Erwachsenen, weil die sind ja immer so cool, ne? Ja, genau, Sie zum Beispiel. Haben Sie sich auch schon mal mit Ihrer Freundin gestritten? Und war das schlimm? Ja. Ja, eben, also Streit ist immer ganz schön doof. Streitest du dich auch manchmal? Und was machst du dann, damit es wieder okay ist? Vertragen, also ich merke schon, ihr seid alle so, dass ihr euch wieder vertragt, aber momentan verträgt sich Maxi gar nicht so recht mit Jonas. Die gehen alle zusammen zu Cassia. Cassia, die hat ja so ein Zimmer unter dem Dach, so eine Dachkammer, und sie ist so eine Sternguckerin, hat ein Teleskop, also so ein irre großes Fernrohr, mit dem man in die Sterne gucken kann. Und Cassias Geschwister und alle versammeln sich oben unterm Dach, aber eigentlich hat niemand Lust, miteinander zu sprechen. Und genau an der Stelle fange ich jetzt an zu lesen. Also es herrscht Totenstille da oben unterm Dach. Also dicke Luft, könnte man auch sagen. Und das Buch, aus dem ich lese, seht ihr ja, Maxi und ein Hund mit Herzklopfen. Also hören wir mal rein, was da los ist. Wir machen es uns in Cassias Dachkammer gemütlich. Ohne Jonas. Ein Glück. Jule pflanzt sich auf Cassias Matratzenlager, schnappt sich ein Mickey-Maus-Heft vom Bücherregal und tut so, als wären wir alle Luft. Auch gut. Paula lässt sich von Cassia das Teleskop erklären, obwohl sie sich noch nie für Sternenforschung interessiert hat. Und Daisy macht nur noch einmal erschöpft wuff, wuff, bevor sie sabbernd einschläft. Mir ist das recht. So kann ich mich wenigstens um Herrn Schiller kümmern. Den habe ich ja gerade schon vorgestellt. Der Arme ist seit Paulas Ankunft extrem zu kurz gekommen. Herr Schiller ist mein bester Freund, seit ich ihn mit einem gebrochenen Flügel im Wald gefunden habe. Ohne Herrn Schiller, der super musikalisch ist, hätten Jonas und ich uns nie angefreundet und, naja, den fast ersten Platz beim Schülerbandwettbewerb gewonnen. Normalerweise schläft Herr Schiller in meinem Zimmer. Morgens, wenn ich so richtig müde bin und die Augen einfach nicht aufkriege, zwickt mich diese total süße Krähe ganz sanft ins Ohrläppchen. Manchmal rappt er sogar ein paar Takte allein vor sich hin. Ich habe ja gesagt, er ist musikalisch. Ohne Herrn Schiller würde es mir jeden Morgen total mies gehen. Denn Schule ist einfach nicht mein Ding. Sofort, wenn ich die Augen aufschlage, zu wissen, oh, jetzt geht's wieder los, ich muss den ganzen Tag auf meinem Po sitzen und lernen, nee, das setzt mir ganz schön zu. Aber wenn ich in die schwarzen Knopfaugen von Herrn Schiller gucke, da fühle ich mich schon viel besser. Und manchmal fällt mir sogar vor dem Frühstück ein cooler Song ein oder wenigstens der Text dazu. Manchmal denke ich, die Texte von Herrn Schiller, die sitzen direkt in seinem Kopf. Und ich lese sie nur ab, wenn ich ihn anschaue. Verrückt, oder? Momentan schläft er allerdings bei Cassia. Habt ihr eine Ahnung, warum? Was glaubt ihr, warum schläft Herr Schiller momentan bei Cassia im Zimmer? Wer hat eine Idee? Weil er was? Ah, weil das die beste Freundin ist, glaubst du? Das wäre natürlich ein Grund. Sozusagen. Aber Cassia ist ja die Schwester und du glaubst also, dass die Maxi lieber mit ihrer besten Freundin allein sein will oder so? Mhm. Nee, nee. Hunde und Krähen in einem Zimmer, das passt nicht so richtig zusammen. Daisy hat es fertiggebracht, Herrn Schiller direkt nach der Ankunft eine blau-schwarze Feder abzujagen. Und deshalb hat Mama ihn kurzerhand zu Cassia ausquartiert, zu ihrer eigenen Sicherheit, sagt sie. Hey, komm runter, mein Süßer, rufe ich. So, dass ich Daisy nicht aufwecke. Ich hab dich heute Nacht vermisst. Herr Schiller sitzt schon, seit wir auf dem Dachboden sind, auf dem höchsten Balken oben und beobachtet mich. Er sieht ein bisschen aus wie der verzauberte Prinz aus einem furchtbar gruseligen Märchen. Findet ihr das auch? Nein, ne? Der sieht schon. Ich würde mich jetzt nicht trauen, ihn zu küssen. Ich weiß nicht, was dann passieren würde. Na? Auf einmal habe ich eine tolle Idee. Vielleicht sollte ich ihm einen anderen Namen geben, wenn wir wieder mal gemeinsam auftreten. Prinz von Schiller. Das hört sich sehr edel an. Was sagst du, Herr Schiller? Frage ich ihn.
begrüßen Sie unsere reibende Krähe, den einzigartigen und wunderbaren Prinzen von Schiller. Jetzt muss ich mal fragen, wisst ihr denn überhaupt, was Raps sind? Rappen? Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Ja? Was ist das? Musik? Musik, Musik. Was ist ein Rap? Hat jemand, hört jemand bei euch manchmal Raps zu Hause? Im Radio oder im Fernsehen oder so? Seid mal ehrlich. Ja? Du schon wieder? Na sag mal, du bist ja echt aktiv. Aber du würdest dir jetzt nicht trauen, uns einen vorzumachen, oder? So, nee. Also, Herr Schiller ist musikalisch und der kann mit Maxi zusammen Musik machen. Und das ist schon sehr außergewöhnlich. Also, Herr Schiller findet das anscheinend gut, denn er schreibt kra, kra, kra. Er segelt auf meine linke Schulter und pickt begeistert auf meinem Kopf herum. Oh, das tut ganz schön weh. Scheint ihm aber zu gefallen. Also dann muss auf der Stelle ein neuer Song her. Ich muss auf einmal gar nicht lange nachdenken. Hey, Prinz von Schiller, du bist ein echter Thriller. Mit Blaublutgefieder rappst du die bösen Geister nieder. Verwunschen von Hexen, verfolgt von schwarzen Echsen, kämpfst du mit jeder Schlangenbrut. Dein Zorn, der tut uns allen gut. Ja, cool. Ich bin von mir selbst überrascht, ganz ehrlich. Seit Jonas und ich mit Herrn Schiller bei diesem Bandwettbewerb nur den zweiten Platz gemacht haben, habe ich keinen einzigen Song geschrieben. Tief drin in meinem Herzen war ich wahrscheinlich doch beleidigt. Aber dieser Text, der würde Jonas gefallen. Vielleicht machen wir weiter, auch ohne, dass wir irgendwo einen Preis gewinnen. Plötzlich finde ich es doch doof, dass Jonas nicht hier ist und er meinen coolen Text nicht sofort hören kann. Mich beschleicht das doofe Gefühl, dass ich vielleicht einfach eifersüchtig war. Eifersüchtig, weil der Paul da so anhimmelt. Haltet ihr das für möglich? Glaubt ihr, dass die Maxi eifersüchtig sein könnte? Wart ihr denn schon mal eifersüchtig? Ja, ich frage mal die, die schon ein bisschen älter sind. Sie gucken so, als wären sie schon mal eifersüchtig gewesen. Stimmt, ja. Ja. Ist das ihr Mann? Ja. Und? Eifersüchtig schon mal gewesen? Ja. Mhm. Ja, ja, so ist das nämlich. Und Sie? Ah, also die Erwachsenen sind heute mal ganz mutig und trauen sich zu sagen, dass sie eifersüchtig waren. Und Maxi ist auch eifersüchtig. Sie waren auch schon mal eifersüchtig, bestimmt, oder? Sie? Noch nie? Oh. Ja, ja, sehr gut. Finde ich gut. Aber du warst auch schon mal eifersüchtig, oder? Ja, du hast dich gerade umgedreht, stimmt's? Ja, ja. Und ich glaube, die Maxi ist auch ein ganz kleines bisschen eifersüchtig, aber sie merkt es wenigstens. Halt, sagt sie. Vielleicht war ich ein bisschen eifersüchtig, aber völlig grundlos. Nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, ich könnte in Jonas verknallt sein. Das ist nicht mein Ding. Ich bin ja nicht von allen guten Geistern verlassen. Nee, nee. Jonas ist mein bester Kumpel, nicht mehr und nicht weniger. Und Paula? Paula ist meine beste Freundin. Was gibt es Besseres, wenn meine beste Freundin und mein bester Kumpel sich wirklich gerne mögen? Also, kein Grund zur Panik. Ich schäme mich ein wenig. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin nicht so zickig wie die anderen Mädchen, die immer schnell eifersüchtig sind. Und jetzt denke ich haargenau den gleichen Mist. Hm. Aber das war hoffentlich nur ein Ausrutscher. Erleichtert reibe ich meine Wange an Prinz von Schillers Köpfchen. Zum Glück habe ich gemerkt, wie doof ich mich aufführe. An Liebe und den ganzen Kram, ne. Da mag ich noch gar nicht dran denken. Mama macht das schließlich auch nicht. Seit unser Papa mit seinem Rettungshubschrauber abgestürzt ist, hat sie noch keinen neuen Freund. Sie hat ja uns drei und die vielen Tiere, die sie wieder gesund macht. Sagt sie immer, da braucht sie niemanden und das finde ich gut. Ich weiß übrigens schon, welche Textzeile Jonas besonders gut findet. Mit Blaublutgefieder rappst du die bösen Geister nieder. Ja, Jonas ist nämlich schon lange davon überzeugt, dass Herr Schiller verwunschen ist. Aber kein verfluchter Prinz, sondern ein ganz besonderer Zauberer mit magischen Kräften. Und dass es gar kein Zufall war, dass ich ihn im Wald gefunden habe. Ich weiß nicht, was ich davon halten kann. Jedenfalls kann er rappen. Und ein Zauberer kann das nicht. Aber dass er rappen kann, allein das ist magisch.
Ich erfinde auf gut Glück eine Melodie und spreche den Text erneut dazu. Prinz von Schiller hüpft auf meine linke Schulter und auf die rechte und hin und her und immer wieder zurück. Schließlich kreit er sich in meinen Haaren fest. Dazu krächzt er in allen Tonlagen. Hey Maxi, was ist mit Herrn Schiller los? Fragt Cassia beunruhigt. Hat er Bauchweh? Oder warum kreischt er so komisch? Alles okay, sage ich. Ich habe ihm nur einen nagelneuen Rap vorgesungen und ich glaube, er findet ihn gut. Deshalb krächzt er so überdreht. Paula guckt neugierig. Hey, cool. Vielleicht kann Herr Pfeffer mit Daisy auch einen Song einüben. Dann können wir alle mal zusammen auftreten. Kann deine Mutter auch ein Instrument spielen? Blockflöte würde gut passen. Komischerweise bin ich gar nicht begeistert. Das kannst du vergessen, sage ich. Mama und Sebastian Pfeffer, nee. Die sind wie Hund und Katze. Das geht nur für ein paar Minuten gut und dann streiten sie sich wieder, dann gibt's Waffenstillstand. Nee, nee. Wenn die zusammen was aufführen müssten und auf einer Bühne auftreten, das würde einen endlosen Ringkampf geben. Ich muss kichern, weil ich mir das ein wenig genauer vorstelle. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Ringkampf aussieht zwischen der Mama Clementine und Sebastian Pfeffer? Ja? Ja, wie denn? Sag doch mal. Da bin ich jetzt aber neugierig. Ich sag's auch gleich weiter. Lustig, ja, genau. Wenn die kämpfen würden, was meinst du, wenn die Mama und der von Maxi und der Papa von Jonas kämpfen würden? Würden die sich über den Boden kugeln oder was? Na, oder so. Ja, muss ich mal fragen. Haben Sie schon mal mit jemandem, den Sie nett finden, so ein bisschen herumgerangelt? Einfach so? Nee. Und Sie? Nö. Ah, sind ja alles so liebe, harmlose Männer hier. Wie ist es denn bei den Mädels? Hast du dich schon mal mit jemandem gekabbelt, den du gut findest? Ja. Ja. Mädchen sind da nämlich so ein bisschen pfeffriger, glaube ich. Genau. Die holen schon mal ihre Fäuste raus. Na, wir hören uns mal an, wie Maxi sich vorstellt, wenn Sebastian und Clementine miteinander ringen. Also, Sebastian Pfeffer stellt sich jetzt Maxi vor, steht in einem Lederlendenschurz und mit wildem Blick in einer römischen Arena. Die geballten Fäuste zum Kampf bereit und unsere Mama, die kommt gerade mit großem Jubel in das Stadion. Sie hat deutlich mehr Fans als Sebastian, ist ja klar. Das liegt daran, dass sie super schön ist, mit ihren blitzblauen Augen und einem langen, geflochtenen Zopf. Vor dem Kampf schmust sie nochmal mit ihren Löwenbabys, die sie mitgebracht hat und denen sie das Leben gerettet hat. Dann legt sie los. Sie schleudert ihren Zopf wie ein Lasso in Sebastians Richtung. Dann wickelt sich der Zopf um seine Beine und zack, hat er kein Boot mehr unter seinen Sandalen. Er liegt keuchend im Staub und bettelt um Gnade. Na, und so weiter. Mal gucken, ob mir dazu auch ein Reim einfällt. Der würde dann ungefähr so klingen. Clementine, die ist cool. Die liegt nicht an einem Pool. Sie kämpft den Kampf mit bloßer Hand. Sie ist deshalb überall bekannt. Sebastian, der Notenkrieger, dichtet zu Hause tolle Lieder. Doch im Kampf ringt er sie nieder. Unsere Mama ist eine Heldin, die gibt's nie wieder. Ich fass es nicht. Wochenlang fiel mir gar nichts ein und plötzlich gleich zwei Raps hintereinander. Irgendwie scheint mich dieser Streit zu beflügeln. Ach, du meinst, die würden aufeinander losgehen wie in den Gladiatorenfilmen? Unterbricht meine Schwester Cassia mich? Ist ja witzig. Ich nicke zustimmend. Wir sind ausnahmsweise einer Meinung und stecken die Daumen hoch. Sebastian Pfeffer und unsere Mutter benehmen sich wie Krieger im alten Rom. Cassia lacht sich schlapp. Das mit dem Zopf finde ich besonders cool. Mama könnte sich ja mal die Haare wachsen lassen für alle Fälle. Paula hat schweigend zugehört. Anscheinend findet sie das nicht so lustig wie wir. Schließlich schüttelt sie sogar heftig den Kopf, springt auf und ruft, also ich weiß echt nicht, was ihr wieder für einen Blödsinn erzählt. Von wegen Krieger und so. Tante Clementine und Sebastian Pfeffer? Nee. Die sind bis über beide Ohren ineinander verknallt. Das sieht doch sogar ein Blinder. Mir fehlen für einen Augenblick die Worte. Wie kann Paula nur so einen verquälenden Quark daherreden? Schließlich hat sie unsere Mutter ein ganzes Jahr nicht gesehen. Und die Pfeffers kennt sie auch erst seit kurzem. Da, frag doch Jonas, wiederholt Paula stur. Dem ist das bestimmt auch schon aufgefallen. Ich habe keine Lust mehr auf nichts. Auf einmal mag ich mich auch nicht mehr unterhalten.
auch wenn ich keine Silbe von diesem Gerücht glaube. Ich schaue aus dem Dachfenster. Draußen hat es aufgehört zu regnen. Ich habe keine Lust, länger drinnen zu bleiben und mir dieses blöde Zeug anzuhören. Komische Sachen über meine Mutter und ihr Liebesleben. Nee. Plötzlich brauche ich dringend frische Luft. Herr Schiller, los! Wir gehen spazieren. Prinz von Schiller krächzt zustimmend. Ich schwebe hoheitsvoll mit ihm aus der Dachkammer und die vielen steilen Treppen hinunter in die frische Regenluft. Draußen ist es schön. Durch das Praxisfenster sehe ich, wie meine Mutter gerade einer Katze eine Halskrause umbindet. Gleichzeitig tröstet sie die aufgebrachte Besitzerin auf ihre nette Art. Nee, nee, nee. Meine Mutter, die hat keinen Kopf für Liebe. Ein bisschen erleichtert wandere ich mit Herrn Schiller los. Beste Freundinnen sind wirklich das Beste, was einem passieren kann. Aber manchmal können sie einem auch ganz schön auf den Senkel gehen. Also jetzt ist Maxi richtig aufgebracht, weil Paula irgendwie so einen Blödsinn erzählt hat. Paula meint ja tatsächlich, dass sich die Mama Clementine plötzlich irgendwie für Herrn Sebastian Pfeffer interessiert. Totaler Unsinn. Aber als Jonas dann von einem Ausflug nach Hause kommt und Maxi ihm das erzählt, da denkt Jonas plötzlich das Gleiche. Und dann kommt auch noch irgendwie Herr Pfeffer an und sagt, dass er Clementine Bunschuh in die Blaue Lagune eingeladen hat, in die Pizzeria. Abends, ohne Kinder. Na, was glaubt ihr? Da klingeln plötzlich alle Alarmglocken. Jetzt muss ich euch mal wieder einmal fragen, weil was würdet ihr machen, wenn ihr sowas glaubt? Dann würde ich erstmal meine Mutter fragen. Ah, das ist natürlich schlau. Du würdest erstmal die Mutter fragen. Das heißt, du würdest hingehen und sagen, Mama, findest du den Sebastian gut? Ist das, wenn das stimmen würde, wer würde das denn ehrlich beantworten? Würden Sie das dann ehrlich beantworten? Wahrscheinlich nicht. Sie würden schwindeln? Oh, oh. Nee, nee. Ist das dein Papa? Da muss ich doch mal was ganz Privates fragen. Die anderen können ja mal weghören. Also wenn dein Papa jemanden nett fände und du diesen Verdacht hast, würdest du ihn dann fragen? Würde sie das machen? Würde sie fragen? Aha. Und wenn sie fragen würde, würden sie dann antworten? Also ehrlich? Ah. Okay. Also, deine Idee war zwar eigentlich gut, aber du merkst schon, die Erwachsenen sagen nicht die Wahrheit. Und so wie sie da hinten gucken, sagen sie auch nicht die Wahrheit. Nee, nee. Ich merke das schon. Also so kommen wir nicht weiter. Was könnte man denn machen, um das rauszukriegen? Also die treffen sich abends in der Blauen Lagune. Und da haben natürlich Jonas und Maxi, oder besser gesagt Kassel ja auch noch, die ist ja so ein Superhirn, eine ganz tolle Idee. Du hast noch eine andere Idee? Wenn das nicht klappt, was denn? Ah, sehr gut. Ganz auf meiner Linie. Man könnte die natürlich ausspionieren. Man könnte sich da hinschleichen. Man könnte die vielleicht sogar mit dem Handy filmen. Man könnte vielleicht so ein Mikro vom Baum runterhalten. Alles Mögliche, um herauszukriegen, ob zwischen den beiden was läuft. Und soll ich euch mal was sagen? Genau das machen die beiden. Aber geht das gut? Klappt das? Und kriegen sich Jonas und Maxi nicht vielleicht wieder erneut in die Wolle? Oder sind sie sozusagen beide so davon, naja, besessen, muss man schon fast sagen, rauszukriegen, was da zwischen Sebastian und Mama Clementine läuft, dass sie ihr Kriegsbeil im Augenblick mal begraben und sich wieder mal zusammentun? Man weiß das nicht. Und da ist ja dann noch Paula. Denn ganz am Anfang war ja da so eine Sache, dass Maxi dachte, dass Paula und Jonas sich mehr als nett finden. Also was Paula von dem Ganzen hält, weiß man auch nicht so genau. Und Herr Schiller spielt natürlich auch noch eine Rolle. Er singt und rappt und macht Krach ohne Ende. Also, wir haben ja heute hier nur eine halbe Stunde gehabt, deshalb kann ich das natürlich alles nicht erzählen. Und deshalb muss ich jetzt aufhören, muss euch leider nach Hause schicken oder irgendwie zu anderen Ständen. Aber vielleicht hat ja jemand mal Lust,
die Maxi weiterzulesen. Ich bin hier auch noch am Stand. Wer mit mir reden möchte, sehr gerne. Vielen Dank für euren Besuch.